herzlich willkommen zum ersten FPÖ-TV-Magazin im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen für 2016 Glück, Gesundheit und Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn Sie am 16. Jänner das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ besuchen. Um 9 Uhr geht's los in der Messe Wels, Halle 21. Unsere Themen heute: Wien als Firmenzentrale dubioser ukrainischer Oligarchen. Harald Wilimski verlangt Aufklärung. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter. Sozialminister Hunsdorfer schaut nur zu. Die Regierung feiert ihre Steuerreform, unter anderem 2 Euro mehr bei der Familienbeihilfe. Österreichs Wirtschaft stöhnt unter den EU-Sanktionen gegen Russland. Im ersten Bezirk verzeichnen manche teure Einkaufsadressen herbe Umsatzverluste, weil die Russen nicht mehr kommen. Mitten in der noblen Wiener Innenstadt logieren jedoch auch Firmen, die im Verdacht stehen, trotz Sanktionen schwunghaften Handel mit Russland zu betreiben. Das Kuriose daran, sie stehen unter dem Einfluss von Personen aus dem Umfeld der ukrainischen Regierung, die von der EU stets eine härtere Gangart gegenüber Russland fordert. Im Winter vor 2 Jahren demonstrierten tausende Menschen auf dem Maidan in Kiew für eine stärkere EU-Orientierung der Ukraine und gegen Präsident Janukowitsch. Der wurde, auch mit Unterstützung des Westens, abgesetzt. Sein Nachfolger ist Petro Poroschenko. Gleich geblieben ist jedoch zum Teil das beratende Umfeld. Die Oligarchen haben es sich gerichtet und machen weiterhin beste Geschäfte. Und die laufen über Wien. Zwei Firmen mit den merkwürdigen Namen Steuermann und Bollwerk residieren in der inneren Stadt in der Goldschmiedgasse, sind dort jedoch auf Türschildern nicht auffindbar. Steuermann soll Uran in Kasachstan ein- und in der Ukraine verkaufen. Bollwerk handelt mit Titan, kauft es in der Ukraine und verkauft es in Russland, so der Verdacht, laut Recherchen des Kurier. In Wien werden dafür nur die Rechnungen geschrieben. Aber es ist besonders absurd, dass wir auf der einen Seite seitens der Europäischen Union offiziell Sanktionen gegenüber Russland verhängen und der Staat, der eigentlich der Ausgangspunkt für die ganze Diskussion über Sanktionen war, nämlich die Ukraine, selbst in ihrem Regierungsumfeld mit den Russen Geschäfte treibt und das in einer möglicherweise illegalen Art und Weise. Als Hintermann der Unternehmen wird ein ukrainischer Abgeordneter und Oligarch vermutet, der den Regimewechsel unbeschadet überstanden hat, Igor Martinenko. Mittlerweile wird jedoch vermutet, dass auch der ukrainische Regierungschef Jasenjuk Begünstigter der einträglichen Geschäfte sein könnte. In der Schweiz und in Österreich laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche. Als sie bekannt wurden, legte Martinenko sein Mandat zurück. Strafrechtliche Ermittlungen sind die eine Sache. Für den freiheitlichen EU-Delegationsleiter Harald Wilimski ist auch die Politik gefordert. Gerade hier in Österreich, wo die mutmaßlich illegalen Deals ablaufen. Ich möchte den Außenminister Kurz in die Verantwortung nehmen, den ukrainischen Botschafter zu zitieren, um eine Berichterstattung darüber abgeben zu lassen, was da los ist, warum ukrainische Oligarchen im Herzen Österreichs in Wien hier Geschäfte in dreistelliger Millionenhöhe aufziehen können, die von den Behörden entsprechend untersucht werden, wo Korruptionsstaatsanwaltschaft, wo Geldwäsche, wo Schwarzgeld und Schmiergeld irgendwo die Berichte dominieren. Informiert hat Wilimski auch Johannes Hahn, der als EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik für das Verhältnis zur Ukraine verantwortlich ist. Antwort gibt es bisher keine. Beantworten muss Hahn jedoch eine schriftliche Anfrage, die Harald Wilimski eingebracht hat. Im österreichischen Parlament versucht der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Johannes Hübner, mit Anfragen an Innen- und Justizministerium Licht ins Dunkel zu bringen. Neues Jahr, alte Leier. Auch Anfang 2016 musste Sozialminister Rudolf Hunsdorfer einen Anstieg der Arbeitslosigkeit vermelden. Die Zahl der Arbeitslosen lag Ende Dezember um rund 45.000 höher als noch Ende November. Insgesamt waren 475.000 Menschen ohne Job. Obwohl die Arbeitslosigkeit mittlerweile quer durch alle Gesellschaftsschichten geht, sticht eine Gruppe besonders hervor. Auch wenn es von der SPÖ, allen voran von Sozialminister Hunsdorfer, bestritten wird, dass die Rekordarbeitslosigkeit Österreichs eine direkte Folge der Zuwanderung ist, belegen die Zahlen des AMS Monat für Monat etwas anderes. Denn am stärksten zugenommen hat die Arbeitslosigkeit bei Ausländern. Mehr als ein Viertel aller Arbeitslosen gehören mittlerweile dieser Gruppe an. Deshalb fordert die FPÖ schon seit langem die sektorale Schließung des Arbeitsmarktes, um diesen für einheimische Arbeitnehmer zu entlasten.
Der Sozialminister müsse sich dafür einsetzen, dass die Politik des Hereinspazierens auch auf den österreichischen Arbeitsmarkt ein Ende findet, sagte der freiheitliche Sozialsprecher Herbert Kickl. Hundsdorfer müsse den Fehler der Ostöffnung rückgängig machen, sonst werde die Reise weiter nach unten gehen. Verschärft wird die Rekordarbeitslosigkeit durch das vorherrschende Asylchaos. Laut AMS-Chef Johannes Kopf sind die meisten Flüchtlinge am Arbeitsmarkt noch gar nicht angekommen. Aktuell gibt es rund 21.000 arbeitslose Flüchtlinge in Österreich. Kopf rechnet damit, dass heuer bis zu 35.000 weitere dazukommen werden. Regional erweist sich einmal mehr die Bundeshauptstadt Wien als Zentrum der Arbeitslosigkeit. Hier fiel der Anstieg mit 12,5% doppelt so hoch aus wie im Bundesdurchschnitt. Anstatt den Standort für Betriebe zu attraktivieren und die Klein- und Mittelunternehmen zu unterstützen, werden in Wien lieber Vereine subventioniert. Wenn nicht bald ein Umdenken in der sozialistischen Beschäftigungspolitik stattfindet, ist zu befürchten, dass schon demnächst eine 500.000 Menschen in Österreich ohne Jobs sein könnten. Neben der Zuwanderung ist die schlechte Wirtschaftslage ein Hauptgrund für die hohe Arbeitslosigkeit. Die Konjunktur könnte wieder anspringen, wenn die Menschen mehr Geld ausgeben. Das verspricht sich Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der Steuerreform 2016. Gleich am Neujahrstag wurde das Regierungspaket bejubelt und beworben, obwohl jeder zweite Österreicher mit keinem wirtschaftlichen Aufschwung rechnet und schon gar nicht an die Vorteile der Steuerreform glaubt. Die SPÖ freut sich über Entlastungen der Arbeitnehmer und die ÖVP über mehr Geld für Familien. Die scheinbare Familienentlastung ist allerdings weiterhin nur gering. Wir haben uns es näher angesehen. Ab 1. Jänner wird die Familienbeihilfe wieder erhöht, hat Familienministerin Sophie Karmasin zusammen mit einem strahlenden Smiley vor wenigen Tagen auf Facebook gepostet. Prinzipiell hat sie damit auch recht. Immerhin wird die Geldleistung um 1,9% angehoben. Das bedeutet allerdings leider nur eine Erhöhung um 2 bis 3 Euro pro Monat. Offenbar glaubt die ÖVP, dass diese von der Koalition beschlossene Steuerreform vor allem die Familien entlastet und dass die Österreicher damit zu motivieren sind, wieder mehr Kinder zu bekommen. Um das auch bildlich auszudrücken, haben sich Karmasin und Schelling als Paar mit zwei Babys fotografieren lassen. So wollten die beiden Politiker wohl besonders familiennah wirken. Generell wollen die Regierungsparteien den Österreichern glaubhaft machen, dass ihnen nun mehr im Börserl bleibt. Doch laut FPÖ-Chef HC Strache sind diese Selbstbeweihräucherungen ohne Substanz. Den Herrschaften sei daher noch einmal gesagt, dass sie wegen ihres fehlenden Reformmutes im Vorjahr gar keine Steuer, sondern eine Tarifreform beschlossen haben. So HC Strache in einer Stellungnahme. Denn Jahr für Jahr frisst die kalte Progression einen Teil der inflationsbedingten Lohnerhöhungen weg. Dieser Systemfehler wurde von Rot und Schwarz mit ihrer Steuerreform bewusst nicht korrigiert. Wir sind am Ende des FPÖ-TV-Magazins. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.